So, liebe Kinder, jetzt habe ich ganz viel gelabert, das kennt ihr ja von mir schon. Was mir aber wichtig ist, viele Erwachsene verstehen es auch nicht. Bitte, bitte, es geht jetzt erstmal um 14 Tage plus die Osterferien, wo wir uns einfach mal die Hinterbacken zusammenkneifen und es vermeiden, mit anderen Menschen Kontakt zu haben, die nicht zu der Familie gehören. Ihr könnt immer noch mit Einkaufen und Sonstiges, haltet euch an die Abstandsregel von 2 Metern. Wascht euch die Hände. Es ist eine ganz wichtige Zeit, wo wir beweisen können, dass wir die Verantwortung für alle anderen Mitmenschen übernehmen. Das ist eine Zeit, wo wir unser Gemeinschaftsgefühl stärken können. Und wisst ihr was? Vielleicht entdeckt ihr sogar, dass eure Familie, wenn ihr schon so eng aufeinander sitzt und weniger Außenkontakt habt, dass es in eurer Familie ganz wertvolle, wunderbare Momente gibt, die man vorher so gar nicht gesehen hat. Und vielleicht werden wir alle ein bisschen demütiger und wissen zu schätzen, was wir haben. 14 Tage sind nicht lang, wenn es eine Zeit ist, die voller Aktion ist. 14 Tage sind aber auch ganz lang, wenn man eben zu Hause sitzt. Ihr könnt euch beschäftigen. Wir sind hier in einem Zeitalter, wo ihr über Medien alles machen könnt. Ey, ihr dürft erlaubterweise mal vor der Glotze hängen, ihr dürft YouTube gucken, ihr dürft eure Lernaufgaben über den Computer beziehen. Hallo, was ein Luxus, ihr könnt telefonieren. Stellt euch vor, das hätten wir alles nicht. Und der Nebeneffekt ist vielleicht, dass wir verstehen, das alles ist Luxus, das haben wir. Wir werden nicht hungern, uns wird es nicht schlecht gehen, wir sind nur ein bisschen eingesperrter. Die andere Seite ist, dass ich denke, wir können einfach mal gucken, was brauchen wir wirklich? Müssen wir immer mit dem Auto überall hinfahren? Stellt euch vor, hier auf der Straße ist im Moment gar nichts los, weil nämlich die Elterntaxis ausfallen. Das finden wir ganz toll. Also, wenn ihr Ideen und Anregungen habt, was ihr anderen weitergeben wollt, könnt ihr das untereinander euch auch mal schreiben, mal darüber philosophieren und die Erwachsenen darauf aufmerksam machen. Nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Es geht nicht nur um uns, nicht nur wir brauchen Klopapier und Nudeln, sondern die anderen auch. Alle sollen gesund bleiben. Denn wenn alle gesund sind, dann trägt sich die Gesellschaft. Das ist eine wichtige Nachricht, finde ich. Und die Frau Chaplin, die bricht gleich zusammen. Die muss nämlich ihr Handy halten, um mich hier aufzunehmen. Und ich labere Hallo. jetzt schon lange. Genau. Die lässt euch auch sehr schön Viele grüßen. Grüße. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und nach den Osterferien hoffen wir, dass wir uns wiedersehen können. Denkt dran, wenn wir die Kette nicht unterbrechen mit den Infektionen, dann dauert es noch länger, bis wir uns wiedersehen. Und dann weiß ich ja gar nicht, was ich machen soll. Also, alles Gute für euch und eure Familien. Alles Tschüss! Gute, tschüss.